Servus Leute, willkommen zurück bei Cliff Empire und auf meinem Kanal. Wir starten heute eine wirkliche Rettungsaktion, weil das letzte Mal, uns so circa die halbe Klippe abgebrannt ist. Unsere Homebase war wirklich sehr schlecht, in einer sehr schlechten Verfassung. Und wir versuchen heute mal alles dafür zu tun, dass wir alles wieder, sagen wir mal, stabil bekommen. Wird ein bisschen langwierig und auch ein bisschen zäh, aber das gehört nun mal zu dem Spiel. Wir sehen uns gleich, wie es losgeht. Bis denn, nach dem Intro. Und hier sind wir auch schon, man sieht es schon dermaßen übel, wir haben richtig Probleme und ich überlege mir gerade, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist überhaupt nicht einfach, weil wir einfach kein Geld haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns stabilisieren wirtschaftlich, dann erstmal alles wieder ausgeglichen aufbauen und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch Möglichkeiten, uns wieder wirtschaftlich zu fangen, auch creditmäßig. Ich schaue auch gerade mal, das ist Elektronikgeschäft. Oh, das ist halt auch bitter. Jetzt sind unsere ganzen Produktionen sind im Eimer. Ja, das ist natürlich richtig schlimm. Aber gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Batterieladestation, Wasserpumpenwerk. Das wird das nächste sein, was ich aufbauen werde und aufbauen muss. Kann ich nur das Beste hoffen. Sogar das hier ist niedergebrannt. Eine Batterieladestation. Ich kann ja auch Schutt, alles was ich über 50 habe, verkaufen. Weil so habe ich zumindest eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. So, jetzt kommt um 8 Uhr gleich die Station und dann schauen wir mal, vielleicht können wir mit dem Schutt ein bisschen was wegkarren. Wasserpumpenwerk wieder aufbauen. Medium Construction completed. Hoffen wir mal das Beste. Ich muss mal meinen Kopfhörer etwas leiser stellen. Jetzt so. Schauen wir mal. Ich habe jetzt halt die Idee, dass wenn wir jetzt das schaffen, den Schutt wegzubringen, dass wir dann sozusagen wie einen Neustart machen können auf unserer Homebase. Und gerade Wasserversorgung ist jetzt das Thema, weil wir das brauchen wir einfach überall. Und wir haben ja die verbundenen Leitungen. Das heißt, wenn wir da kein Wasser haben, wird es auch in den anderen Klippen nicht besser werden. Das ist so eigentlich das Hauptproblem, was ich gerade darin habe. Eieiei, das ist alles nicht so einfach. Ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Gut, hier haben wir wieder Wasser. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber das reicht natürlich bei Weitem noch nicht. Natürlich, wir haben Feuer. Niemand kann es löschen. Ist ja klar. Das war die Recyclinganlage. Auch bitter. Was denn? Ja, natürlich. Das ist jetzt ein Elektronikgeschäft. Wo war denn mein... So, die Recyclinganlage, Wasserpumpenanlage. Wo war denn... Also, ich bin gerade blöd. Ich muss ja hier irgendwo mein Verwaltungsgebäude haben, mein Wartungsgebäude. Habe ich aber nicht. Das irritiert mich gerade etwas. Ah, hier ist das Wartungszentrum. Prio 1 setzen.
Trading platform arrived. 175 brauche ich jetzt, ne? Hoffen wir das Beste. Es ist gerade echt schwierig. Wie schaut es denn drüben gerade aus? Hier sind halt unsere großen Sachen weg. Rathaus ist weg. Das Lagerhaus ist weg. Und wie soll das dann funktionieren? Hä? Ich kann hier ja einfach mal gar nichts machen. Medium construction completed. Okay. Trading platform arrived. Huh. Verkaufen wir mal Schutt alles, was mehr als 10 ist. Habe ich hier drüben. Schutt alles, was mehr als 10 ist. Er hat sogar theoretisch eine Recyclinganlage. In der Theorie. Okay, unser Wartungsgebäude ist fertig, hat auch Wasser. Das heißt, es nimmt auch alles so seine Gestalten an, aber ich brauche jetzt wieder Normalität. Wir haben halt keine Energie. Das ist die Rohstoffmine. Uranmine, die ist natürlich jetzt auch am Anschlag. Hier habe ich gar kein Wasser. Wir haben auch keine Brückenverbindung. Das ist das nächste Problem. Eieiei. Das ist alles sehr langwierig jetzt und echt schwierig, aber ich kann es gerade nicht ändern. Es ist schwere Zeiten, hat jedes Land, jede Kolonie. Da müssen wir jetzt auch durch. Dementsprechend. Hier drüben ist dies sogar echt noch gut wegkommen, auch wenn sie hier trotzdem unzufrieden sind, weil sie kein Essen haben und nichts. Ich habe keine Mitarbeiter, keine Arbeiter. Feindliche Flotte nähert sich. Oh, Jungs. Das könnte unser Ende sein. Also die Möglichkeit bestünde. Eieiei. Ich habe keine Verteidigung, nichts. Moment mal. Mit 60. Ich habe halt keine Ahnung. Medium construction completed. Okay. Trading platform arrived. Es läuft zumindest mal wieder. Jo. New task received. Eieiei. Och, Kinders, ich habe einfach gar nichts. Ja. Das ist... Ja. Sagen wir es mal auf gut Deutsch. Sehr schlecht. Ich hab nichts. Kann nichts bauen. Nö. Mal schauen, der wird uns jetzt circa
Ich lasse das mal hier so durchlaufen. Autsch. Die Folge geht gerade 10 Minuten. Ja. danke fürs Gespräch. Schön, dass du vorbeischaut hast. Wäre nett, wenn du wiederkommst. Ein Dreck hättest du vielleicht wegmachen können, aber war nett. Sind wir jetzt mal ehrlich? Das war's. Wisst ihr was? Das war ja so halfblind. Ich weiß jetzt sogar, was mich so erwartet, worauf ich gerade am Anfang schauen muss. Ihr habt es jetzt miterlebt. Ich bin auch ein YouTuber, der hier nicht nur die perfekten Seiten zeigt, sondern auch mal, wie man Hardcore auf die Fresse kriegt. Hat man gerade wunderschön eindrucksvoll gezeigt. Beschützen Sie sich, dass ich jetzt $600. Wow. Es sind sogar zwei. Danke. Warte mal kurz, ich will nur wissen, wenn ich jetzt ein Lagerhaus baue, kommt es dann wieder vom Orbit? Nö, natürlich nicht. Jo. Wie wär's, wir machen es so. Ich mach mal hier kurz Pause. Wir machen es so. Das war jetzt Staffel 1. Unter dem Motto Hardcore Fresse kriegen. Also richtig Hardcore. Und jetzt gibt es Staffel 2, wo wir alle sehr viel weißer und mit Instruktionen rausgehen oder reingehen. Wie wir es jetzt da angehen müssen. Dass wir nicht so hardcore auf die Fresse kriegen wie gerade eben. Ich denke, mein YouTube-Kanal soll auch das zeigen und soll auch ein bisschen das Menschliche mitnehmen, so wie jeder mal verliert. Gerade in solchen Spielen, wo ja auch ein bisschen Komplexität dabei ist. Dass wir dann aber auch den zweiten Anlauf hernehmen und gemeinsam beschreiten, wie es dann laufen wird oder kann. Ich würde das jetzt einmal so machen. Das heißt, diese Folge ist jetzt bei euch fast 15 Minuten. Und ich würde es dabei belassen, diese Staffel sozusagen mit meiner abartigen Zerstörung hier. Ich habe ja so dermaßen Arsch aufgerissen gekriegt. Also ich weiß immerhin, wenn eine Flotte kommt, wird so 95% weggekloppt. Da wird durchrasiert. Einfach mal Schneise der Zerstörung. Und jetzt starte ich dann eine zweite Staffel, wo wir richtig Gas geben. Also richtig, richtig Gas geben. Das heißt, ich habe hier ein Negativbeispiel und versuche jetzt mit einer zweiten Staffel alles, was ich jetzt gelernt habe, umzusetzen. Mit euch zusammen. Das heißt, was wird jetzt dann auch im Abspann? Wird jetzt dann einfach mal das ganze Playlist kommen. Jeder kann sich anschauen, wie es nicht laufen kann. Und dann starte ich eine zweite Playlist, eine Staffel 2, wo wir es versuchen, besser zu machen. Das ist jetzt meine Motivation dahinter. Weil das Spiel macht Bock.
Aber auf das war ich jetzt allgemein nicht vorbereitet. Letzte Folge hat uns schon richtig ans Minimum getrieben und das war jetzt einfach, das war jetzt der Todesschlag. Da kann ich nichts mehr machen. Dementsprechend, haut rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bleibt bitte dabei und wir werden die zweite Staffel starten. Und dadurch, ich drehe hier auch gerade in einer anderen Location, habe ich auch möglicherweise mehr Possibilities, jetzt so schnell viel zu drehen auf einen Schlag, weil wir haben jetzt doch noch ein bisschen was aufzubauen und der Anfang ist natürlich ein bisschen langwierig. Aber das seht ihr in den nächsten Folgen. Ich werde sie auf jeden Fall kürzer und schneller hochladen als jetzt die letzten und dann wieder einen normalen Taktung reinbringen. Dementsprechend dranbleiben, abonnieren, wenn ihr gerade neu seid und sehen wollt, wie es dann weitergeht in Staffel 2 mit einem Neuanfang. Und wir hören uns. Sehen uns. Eine Schweigeminute für diese Staffel, wirklich. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Alles klar. Bis denn, euer Raid. Ciao, bis denn.